Leute fragen mich, wieso trägst du eine Hose von wieso? Und damit herzlich willkommen zu Part 2 vom Baby Vintage Unboxing. Moin. Willkommen, Freunde, zu Part 2 unserer Wir packen Taschen von Baby Vintage Challenge aus. In der letzten Folge habt ihr ja schon gesehen, dass wir die Prada-Tasche... Ja, genau. Also in der letzten Folge habt ihr schon gesehen, dass wir die Prada-Tasche ausgepackt haben. Da war mainly Clothing drin. Oh Gott, also dieses Englisch. Hauptsächlich Klamotten drin. Ja, und heute geht es, glaube ich, eher so ein bisschen um die Accessoires, wie ihr schon seht. Ich habe hier auf meinem Kopf schon ein Prada-Nackenkissen. Und ich bin immer wieder überrascht, was es nicht alles für Mist gibt von High-Fashion-Brands. Also ich habe ja schon Kondome gesehen. Alter, das ist ja sogar zum Aufblasen. What the fuck? Das ist halt wirklich einfach nur ein Aufblaskissen. Aber guckt euch das bitte an, Alter. Es gibt von Prada einfach nur ein Nackenkissen. Das ist jetzt auch schon meins. Also eigentlich gehört es Wave Vintage, aber ich habe jetzt beschlossen, dass ich das auf jeden Fall auch kaufen werde. Deswegen würde ich sagen, hier seht ihr die Tasche Nummer 2, Fendi. Richtig geiles Teil. Also übrigens, falls die Leute, die sich fragen, jetzt sind die Taschen auch zum Verkauf. Fragt einfach Evgeny, checkt ihn einfach an, schreibt ihm eine Nachricht und dann werdet ihr es rausfinden. Und ich würde sagen, Vincent eröffnet jetzt dieses Video, indem er die Tasche öffnet und dann das erste Piece rausholt. Dann zeigen wir mal hier, was uns vorbereitet wurde. Also soweit wie ich das verstanden habe, ist das nämlich jetzt, hast du ja auch schon gesagt, die Accessoire-Tasche. Und hier geht es halt auch einfach schon im Monogramm direkt los. Was zum Fick, Alter. Okay. Was wir hier sehen, ist ein Fendi-Monogramm-Strand. Ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Strandtuch eher oder ist es noch ein normales Handtuch. Kann man wahrscheinlich für beides nehmen. Kannst du auch als Tagesdecke benutzen. Genau, kann man auch als Tagesdecke benutzen. Also für den ultimativen Flex, ne? Also, also ich fühle mich wohl hier. Ja, also krass. Also auch hier wieder, sei wieder gesagt, so, ich finde es immer wieder verrückt zu sehen, was es alles irgendwann mal gab von High Fashion Brands. So. Gut, ich meine, Handtuch jetzt nicht so super außergewöhnlich, aber sieht man halt auch nicht mehr oft. Geiles Piece. Ich würde sagen, wir machen aber direkt weiter mit dem nächsten, weil ich glaube, wir haben einfach noch ein bisschen was vor uns. Bleib mal in der Linie. Mal gucken, was es noch so gibt. Au, Kuscheltiere. Kuscheltiere von Kuschelbären. Tommy Hilfiger. Tommy Boy, Tommy Girl. Das ist ja auch was, worauf ich besonders stehe. Wenn wir mal Videos bei mir zu Hause machen, dass ich hier und da auch eine kleine Kuscheltiersammlung habe. Ich kenne das jetzt so ähnlich mit dem. Sind die auch von Steif eigentlich? Nee. Weil Steif ist ja diese ganz bekannte Plüschtier oder ich weiß gar nicht, machen die auch Spielzeug? Nee, ich glaube, die machen nur Plüschtiere, die diese Plüschteddys rausgebracht haben, wo auch dieser Supreme-Teddy rauskam. Und von Polo gibt es ja auch diesen Polo-Bären. Deswegen irritiert mich das auch gerade so ein bisschen, dass Tommy auch mal solche Bären rausgebracht hat. Aber weißt du, wie alt die sind? Kranker Scheiß, auf jeden Fall noch nie gesehen. Tommy, bisschen gruselig. Tommy, ja, irgendwie schon. Ne? Also vor allem sie hier. Und es klingelt. Tommy Girl, Tommy Boy. Also ich stehe zwar nicht Tommy Boy drauf, aber wie man schon sieht, Mädchen jung. Voll der Flex, auf jeden Fall. Kann man mich noch weiter zu flexen hier? Eieiei, man kann dich noch weiter zu flexen. Ich sehe hier gerade so eine Box, die triggert mich auf jeden Fall richtig an. Macht's aber auch spannend. Alter, also wir haben hier eine Box. Okay, ich sehe das Gucci-Monogramm drauf. Im Gucci-Monogramm kann man ja mal hier kurz das Close-Up machen. Ich würde sagen, du darfst es auspacken. Was? Gut. Was? Okay, jetzt wird es, glaube ich, richtig verrückt, weil ich glaube, das habe ich schon mal gesehen irgendwo bei Genie. What the hell, Alter? Was zur Hölle ist das? Das ist einfach ein... Was ist das, eine Thermoskanne oder was? Nee, oder? Das ist ein Champagnerkühler, glaube ich. Ein Champagnerkühler? Also irgendwas in relativ klein, aber ich glaube, du stellst da eine Weinflasche einfach rein oder eine Champagnerflasche und dann bleibt die kalt. What the hell, Alter? Okay, also was wir hier haben, für die, die es jetzt vielleicht nicht mitgeschnitten haben. Wir haben hier einen Champagner-Weinkühler mit einem Henkel natürlich, was man natürlich auch von so einem Kühlding kennt, von Gucci mit Deckel drauf und originaler Box.
Hier unten ist auch nochmal das Tag dran, Made in Italy, Gucci. Ja, was soll ich dazu sagen? Außen Vollleder mit dem Stoff hier drauf. Super gute Condition, also noch nie gesehen. Also ich hab's schon mal gesehen, aber hier jetzt irgendwie. Aber vorher wusste ich gar nicht. Also wie gesagt, ja. Man, was sagt man da halt dazu? So, ne? Ich meine, wer hat sowas gekauft? What the fuck, Alter? Also ja, hatte Gucci mal. Ja, gut. Aber hatte Gucci mal irgendwie so eine Haushaltsabteilung oder was, dass sie so eine Scheiße gemacht haben? Also ich find's absolut absurd, verrückt, aber auch richtig geil, dass es sowas gibt. Also für die Leute, die gerne Wein trinken. Für die Leute, die gerne Wein trinken oder Sekt und noch einen Kühler brauchen und den auf stylisch wollen, holla at your boy, Wavy Vintage, und fragt an, ob das Ding verkäuflich ist. Und ja, crazy Teil. Crazy Teil. Mit Henkel, nicht zu vergessen. Auch crazy weiter gleich. Aber du machst mich fertig, Alter. Was ist denn jetzt hier? Willst du nicht auch mal was dazu sagen? Also ich bin schon so. Du bist hier die ganze Zeit, am Labern. Ja, wir haben hier eine Coca-Cola Bathing Ape Frisbee-Scheibe. Original verpackt. Also original verpackt, ja. Bei Babe bin ich ja tatsächlich gar nicht mehr so surprised irgendwie, dass es sowas gibt, weil das ist ja schon fast gewöhnlich für eine Kollabo mit denen, aber irgendwie auch ganz geil einfach. Vor allem, dass es halt wirklich noch original eingeschweißt ist. Sowas gibt es hier also auch. Falls jemand noch eine Frisbee für den Sommer braucht, brand new, authentic, DS. Du siehst so retarded OG aus, Bob. Alter, das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was du erzählst, Alter. Was ist los? Was haben wir noch? Und eine Brille, tatsächlich. Ja, die fehlt mir jetzt noch, hier zu meinem Fleck. Die fehlt dir, ja. Scheinbar auch von Gucci. Nee, Gucci, ja. So, wieder Gucci. Gucci, Sehr smart. Bitteschön, kannst du die aufsetzen? Das, ist das wieder in? Du weißt das doch. Ja. Solche Brillen, sind die in? Die steht hier vor mir extrem gut, ja. Das ist wieder ziemlich geil. Boah, Alter, die Stärke, sag mal. Puh. Last but not least, eine Sache hat der Vincent noch gefunden in der Tasche und das... Danke, dass du mir den Auftritt jetzt versaut hast. Wir haben hier, ihr habt es ja bei mir schon gesehen, ich habe ja auch so eine Shoulderbag. Das ist ja Galliano, ne? Glaube ich. Galliano-Zeit. Das habe ich mir letztens schon irgendwie sagen lassen, wo John Galliano Chefdesigner bei Dior war. Und er hatte diese. Ich komme nicht drauf klar, wie du aussiehst. Aber ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir hier diese. Wie nennt man die Art von Taschen? Utility Bags. Wahrscheinlich, ja. Ja. Redest du auch noch mit mir oder nicht? Ja, okay. Nee, ich bin stinksauer gerade. Okay, okay. Ja. Weißt du, was die Nummern bedeuten, die da draufstehen? Ja, das sind die verschiedenen Größen. Das sind oder? Die verschiedenen Größen, genau. Es geht von 1 bis 4. 4 gibt's auch, ja? Oder 3? Ich kenne nur 1 und 2. Ich dachte, es gibt auch. 3 habe ich immer gesehen, aber ich weiß nicht, was die Größen sind. Okay. Vielleicht sind die dann noch ein bisschen seltener. Auf jeden Fall. Am meisten sieht man diese 1 und 2er Bags. In dem Fall hier ein schönes Handtäschchen. Komm, schön mitnehmen. Und ich habe davon ja auch die Shoulderbag. Vielleicht für einen extra Flex machst du die noch dann an die Shoulderbag dran und dann hängt die noch so runter. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig. Diese Multi-Pochette von Louis Vuitton. Ja, wie ihr seht, jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum eigentlichen Thema. Eine Menge an wirklich limitierten High-Fashion-Designer-Vintage-Kram, den ihr hier seht. Bärchen, Täschchen, natürlich nicht zu vergessen, dieses Nackenkissen, was richtig brutal ist. Brillen, Frisbees, was auch immer, Sektkühler von Gucci. Richtig kranker Stuff. Ja, also wir dicken jetzt so und wühlen uns mal ein bisschen durch. Und ich denke mal, wir beide werden hier so ein, zwei Teile auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Dann gehe ich auch, ja. Ihr seid wie immer gefragt, was ist euer Highlight-Piece jetzt aus dem Video gewesen? Was findet ihr am geilsten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Fragen, Anregungen, Kritik. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und abonnieren. Und? Ah, Vintage auf Instagram zu folgen natürlich. Und? Mir auf Instagram zu folgen. Und? Alter, keine Ahnung, Mann. Natürlich das Glöckchen anzumachen. Ach bei so. Mir auf dem Account, damit ihr nichts mehr verpasst. Aber natürlich, schaut doch nochmal an Wavy Vintage an dieser Stelle, dass der uns die Sachen hier mitgebracht hat. Wie gesagt, checkt unbedingt sein Instagram aus. Ist ein herzensguter Mensch, der immer zu fairen Preisen irgendwelche Sachen anbietet. Und schaut dann dich für dich. Und genau, das war's von unserer Seite. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Okay.